Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Wir sind hier so, ja, im Essens-Frühstücksbereich, würde ich sagen. Wobei Pfeffer zum Frühstück, naja, wenn es ein Spiegelei gibt. Okay, ist ja auch egal. Oh, er langweilt sich. Ja, tut mir leid. Okay, wir haben hier die Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Genau, das könnte sich noch als wichtig erweisen, aber schauen wir uns doch mal weiter um. Hier ist noch eine Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Ein grau-grüner Kaffee-Uhr. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub! Was ist das denn für ein Geräusch? Das hört sich ja an wie ein Schweinchen. Wie geil. Okay, das ist sehr staubig, was da drin ist. Geht er da denn nochmal ran? Oh Mann, er ist echt so dumm. Okay. Oh, was haben wir denn? Ah, wir haben den Staub jetzt. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Geil, das hört sich ja total Dr. seltsam an. Dr. Übel Pfeff Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckscham. Das hört sich ja nicht gut an, aber nehmen wir es mal mit. Das könnte uns noch nützlich sein. Das verwirrt mich total, dass hier immer Sachen runterfallen. Und dann sehr haben wir beeindruckend. Hier... Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Das ist mir neu. Das nehmen wir doch direkt mit. Für Forschungszwecke. Okay, das Dr. kann man nochmal... Dr. Übel Pfeff, probieren Sie... Nee, okay. Das kennen wir schon. Noch 15 weitere Hotelrestaurants und ich habe ein Schachspiel zusammen. Cool. Okay. Ah, ein Korkenzieher. Sehr schön. Kann man den angucken? Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Stimmt irgendwie, so habe ich das noch nie gesehen. So, erst einmal alles gucken und wenn man dann nichts mehr findet, dann auf die Leertaste drücken. Okay, ich drücke jetzt mal. Okay, wir haben nichts verpasst. Dann gehen wir doch... Ach so, hier geht's wieder zur Rezeption. Ach so, die Rezeption ist ein extra Gebäude, verstehe. Kann man damit... Sekunde, ich gehe nochmal kurz hier rum. Ach, ich wollte... Das muss aus irgendeinem anderen Spiel sein. Der Korkenzieher. Hierfür kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich probiere es einmal kurz, aber... Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Deine Mutter. Okay. Der hat bei mir ein bisschen gedauert. Aber ich weiß... Deine Mutter. Okay. Oh, eine Taube. Eine Taube mit riesigen Augen. Okay, da ist Fragezeichen. Toilette? Fragezeichen? Vielleicht gehen wir erstmal zur Toilette. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Das sagt man doch nicht Scheißhäuser dazu. Rufus. Aber echt? Mal gucken, ob wir da reinkommen. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hört's mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Tja, selbst schuld, würde ich sagen. Ich habe auch leider nichts, womit er sich den Hintern abwischen könnte. Besetzt! Ach komm schon, du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Und ob ich das kann? Ich habe eine Zeitmaschine. Das ist unfair. Ich will auch eine Zeitmaschine. Manno, dann könnten wir wahrscheinlich alles ganz problemlos lösen. Aber so müssen wir uns natürlich weiter abmühen. Oh ja, mit einer Zeitmaschine könnten wir sowieso alles einfach ändern. Das wäre genial. So. Ach, jemine. Ach, Sekunde. Nee. Da steht gar nichts dran. Oh Gott, da geht's auch noch weiter. Oder ist das hier einfach, der andere Eingang?
zu den Zimmern. Was ist das? Wieso ist hier so unfassbar viel? Oh, was ist denn da drin? Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. Ja, verstehe ich auch nicht. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Na, dann greif einfach mal rein. Oi! Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Das ist sehr seltsam. Hm, könnte uns irgendwas etwas bringen hier? Wir könnten ihn verscheuchen mit dem Pfefferstreuer. Haha, Gesundheit. Oh, wie süß. Er hat genießt. Okay, aber das scheint nicht wirklich was zu bringen. Vielleicht ist das später noch wichtig. Oh, ich mach mal zur Sicherheit. Da oben ist ein Leck, aber sehr weit weg. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Muahaha. Muahaha. Der war gut. Das ist ja was? Da stand eben Pastetenautomat. Okay, also das hier sind die beiden Wege hinauf zu den Zimmern. Und hier haben wir total viele Sachen. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Okay. Oh nein, nicht so ein Rätsel. Obwohl, Sekunde. Da? Ach nee, verflixt. Ach, ich kann doch sowas nicht. Wofür ist der denn? Oh mein Gott, für die Diagonale. Und wofür ist der Hebel? Keine Ahnung. Er verändert es irgendwie. Und so? Oh nein. Vor allem, was bringt mir das? Ich glaube, wir laufen erstmal weiter. Sekunde. Hey! Haha, geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Aber was bringt das jetzt? Hm, kein Plan. Na, gucken wir uns mal den Pastetenautomaten an. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Schleimtrolle in einer Pastete kann auch wirklich nicht gut sein. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Tja. Selbst schuld. Sowas macht man ja auch nicht. Das macht man mit einem Korkenzieher. So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Okay, da kommen wir wohl nicht drum herum, Münzgeld zu benutzen. Ja, das Rätsel mit der Heizung haben wir vermutlich schon gelöst, auch wenn ich nicht weiß, was uns das bringt, aber können wir ja froh sein eigentlich. Geht's da auch weiter? Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp! Zu spät! Oh nein! Er geht wirklich einfach... Was ist das? Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich seh dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaub nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du denn hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ein Spanner. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine... übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut, dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. Verflixt. Okay, ja, wir haben uns ein bisschen vorgearbeitet. Bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ach, ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Ja, was soll ich denn nun? Was ist denn da hinten? Nach draußen? Oh, da würde ich nach draußen kommen. Hey, bleib da an... Ach, verflixt. Ich dachte, ich soll... Ja. Wir dürfen nicht. Okay, dann reden wir doch nochmal mit ihm. Bevor ich dich aber allein lasse... Oh je, jetzt kommt alles raus. Jetzt kommt alles raus. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham. Natürlich. Diese kleinen
schamförmigen Dinger. Oh. Ja, klar. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art stoffgewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Rufus hat auf jeden Fall Laster. Lasterkanaster. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein. Ja. Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Oh je. Ich habe kein Laster, kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Oh. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah. Aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Nee, finde ich auch nicht. Schön, ich verzeihe. Ich verzeihe mir. So, und nun? Was? Und nun? Na, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Hm. Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp, dann verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Ah, oh Mann, aber wirklich. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Vielleicht können wir ihm ja irgendwie noch helfen. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine gerannt. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Oh Gott. Aha, aber wie gesagt... Es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Ah, ja, logisch. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Das ist ja ein süßer Geist. Ah, hier. Au! Scherbe. Ah, noch eine Scherbe. Und... Aha! Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Autsch. Oh, verflixt. Da, ein Fischmesser. Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Sehr mysteriös. Ich bin gespannt, wer das in Wirklichkeit ist. Aber irgendwie fehlt uns wahrscheinlich noch was, denke ich mal. Beziehungsweise hier ist ja noch so viel zum Anschauen. Hä, aber nebenan ist ja ein Schrank. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Das stimmt. Ja, das war's ja auch schon. Mehr ist da, glaube ich, nicht drin. Dieser Kopfkissenbezug. So viele. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Okay. Kann man das vielleicht kaputt machen? Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Ah, du suchst nach einem Brotaufstrich? Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Ach, komm. Ich finde Staub super. Ist voll lecker. Gucken wir mal, was hier ist. Abgeschlossen. Hoch? Achso, er klopft. Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Ja, vielleicht ist das ja das Zimmer, aber die wollen uns nicht dabei haben. Passt. Ah, aber dann geht's ja hier weiter. Ich guck erstmal hier noch. Ich will wissen, was da noch so ist. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer
wird kommen durch diese Türe und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seine Ankunft vorausgehen und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, ess mich nicht nach, du. Moment mal. Ich kenn dich. Du bist... sehr beschäftigt. Nein, du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zu seinem Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Hm? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Ach ja, das war ja der Wahrsager. Da war ja eine lustige Szene mit so ein paar Bananen, die Rufus nicht klauen wollte und doch klauen wollte. Hast du und etwa doch wieder vor, nicht zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Mein Flatsitter. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer? Willkommen durch diese Türe? Bippo der Zerstörer, König der Komödianten. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Bippo, Bippo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil, total ui? Geil. Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Irgendwie ist das verdächtig. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug Das Ende ist nah eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Aber wieso? Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Oh Mann. Okay, wir müssen leider eine kleine Pause machen. Wir schauen dann in der nächsten Folge von Goodbye Deponia weiter, was wir aus dem Wahrsager für Informationen rausquetschen können. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.